Was geht ab, YouTube? Heute machen wir eine Album-Review zum Album Machtwechsel von PA Sports. Genau, hier ist das gute Stück, der PA. Ja, Mann. Die Tracklist, Intro, Machtwechsel, Flashback, zwei Kings, feat. Casey Rebel. Damals waren die ja noch sehr gute Freunde. Ein neuer Tag, feat. Raf Camora. Die Befreiung, Majid, nicht vergessen, so bin ich, feat. Wie heißt der? B02. Flo, was? Flo kann. Was? Flo Anaconda, genau. Gute Männer lieben schlechte Frauen. Zeitmaschine 2. Hoch zu den Sternen. Nur wir zwei. Das jüngste Gericht. Feed Alpagan und G-Model. Was? G. Wie heißt der? Warte mal, fokussier. Ja. G-Mitchell. Outro. Vertrauter Feind, ganz einfach, feat. Fahrt und Respekt. So, ja, das hat auf jeden Fall 19 Songs und Junge, Junge, dieses Album, ne, Machtwechsel, einfach wirklich, das ist wirklich eine Macht. Also meine Lieblingstracks, kurz und knapp, Machtwechsel, Flashback, zwei Kings, feat. Casey Rebel fand ich auch sehr stark. Ja, Vertrauter Feind finde ich cool. Ganz einfach, feat. Fahrt auch ein geiler Song. Respekt auch stark. Outro sowieso. Und ja, gute Männer lieben schlechte Frauen fand ich auch ganz stark. Also, ja. Von der Bewertung her gebe ich dem Album, ja, was würde ich ihm geben? Eine solide 9. Ist sehr gelungen. Und ja, so sieht es aus. Von innen. Genau, warte mal, da hole ich mal das Ding raus. So. Genau, der PA. Noch in seinen jüngeren Jahren. Ja, Machtwechsel. Also, ich muss sagen, der hat ja auch letztes Jahr Teil 2 rausgeballert. Fand ich auch sehr stark. Da kommt höchstwahrscheinlich morgen ein separates Video dazu. Ja. Also, der Vorgänger finde ich sehr, sehr stark. Aber ja, der Nachgänger. Ein Ticken besser, aber wie gesagt, dazu kommt ja noch ein Video. Ja, genau. Machtwechsel. Jo. Ja, also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Album gefallen hat. Machtwechsel. Was ist für euch euer bestes PA-Album und was würdet ihr beim Album halt, ja, also was hättet ihr beim Album erhofft? An Features, weil ich finde Fahrt zum Beispiel ein richtig geiles Feature. Oder Casey Rebel auch cool. Oder Raf Camora, ey. Da kannte ihn ja fast keine Sau. Also, ja. Hauptsache hier rechts steht Facebook. Da merkst du auch, wie alt sind. Das ist ja richtig alt. PA Sports 45. Boah, das ist ja richtig alt. Damals noch der Essener. Ja, Mann. Die Essener Legende. CEO. Also ich muss auch sagen, Respekt an PA, wie er sich so musikalisch entwickelt hat und auch businesstechnisch. Jetzt ist er ja Multimillionär. Sei ihm auf jeden Fall gegönnt vom Herzen. Ja, wer so gute Musik macht, hat es auch nicht anders verdient. Und ja, die Qualität leidet Gott sei Dank auch nicht darunter. Deswegen, ja, zum Beispiel Streben nach Glück, für mich persönlich immer noch das geilste PA Sports Album. Ja, Modus. Also das 10. Album fand ich auch geil, Life is Pain. Aber wie gesagt, da habe ich ja ein paar Videos gedreht, könnt ihr abchecken. Und ja.